Illegal bezogen sie Wohnungen am Prenzlauer Berg in Berlin und trafen sich dort widerrechtlich zu Ausstellungen, Lesungen und Theatervorführungen. Im letzten Jahrzehnt der DDR entwickelten Maler, Autoren, Fotografen, Publizisten und viele weitere Künstler eine Subkultur, die den Mythos Prenzlauer Berg begründete. Mit der Ausstellung Poesie des Untergrunds wird nun diese Parallelwelt aufgearbeitet. Das Kuratorenteam Ingeborg Quaas, Uwe Warnke und Thomas Günther wählte 38 Künstler aus, deren Werke für die Vielfalt der gesamten Szene sprechen. Es gab im Prenzlauer Berg in dieser sogenannten Szene vielleicht zwei Berliner von insgesamt 200-300 Leuten. Die Leute, die da hingekommen sind, die kamen aus allen Teilen der ehemaligen DDR und haben sich da sozusagen in dem etwas geschützten Raum, wie sie das so erlebt und empfunden haben, zusammengefunden. In diesen Raum hatten sich die Künstler zurückgezogen. Sie lehnten die direkte Auseinandersetzung mit der staatlichen Gewalt ab. Wolf Biermanns Ausweisung 1976 hatte einen Rückzug aus dem politischen und gesellschaftlichen Engagement zur Folge. Die Künstler richteten sich in ihrer Parallelwelt ein, feierten, hatten Spaß. Sie äußerten sich weiterhin kritisch, doch geschah das inoffiziell in den Häusern am Prenzlauer Berg. Dann im Untergrund meint nur, dass das, was man produziert hat, völlig weit ab von allen offiziellen Verlagen und Galerien passiert ist. Man hatte keinen Konsens mehr mit allen Kultureinrichtungen und Institutionen. Man machte sein Ding alleine. Sich abseits offizieller Veranstaltungen zu bewegen, verschaffte den Künstlern die Freiräume, um wechselseitig aus ihrer Kreativität zu schöpfen. Vor allem Zeitschriften zeugen von der fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Autoren und bildenden Künstlern, Fotografen und Grafikern. In Wohnungen, auf Dachböden und Hinterhöfen hat die Poesie jener Künstler den Untergang des DDR-Regimes geistig antizipiert.